Hallo und willkommen zurück zu Atelier Aisha. Unsere Taskliste hat sich ja erheblich reduziert. Ich habe mir übrigens auch vorgenommen, diese alternativen Monster erstmal wegzulassen. Mir geht es in dem Let's Play jetzt vor allen Dingen noch darum, euch die anderen Enden zu zeigen. Ich hoffe mal, dass ich möglichst viele Enden erreiche. Und damit ich jetzt nicht noch ewig lange rumsuchen muss, habe ich mal nachgeschaut, wann und wie es denn überhaupt mit Linka oder mit Neo weitergeht. Und das nächste Linka-Event kann vor dem Monat 10 des dritten Jahres gar nicht stattfinden. Und Neo müsste eigentlich irgendwann einfach so nebenbei passieren. Gut, das heißt, wir haben jetzt gerade Monat 7 des dritten Jahres. Und das heißt, ich habe noch 2,5 Monate Zeit, nichts zu tun. Wie gesagt, ich habe momentan jetzt kein Interesse, die Drachen und sowas nochmal auszuprobieren mit einer anderen Partybesetzung. Das mache ich dann vielleicht später. Ich will noch nichts versprechen, aber wenn ich die Enden alle abgeschlossen habe, kann es ja sein, dass ich nochmal einen alten Spielstand lade und dann nochmal mit unterschiedlichen Partykombinationen oder vielleicht auch mit unterschiedlichem Equipment versuche, den Drachen zu besiegen. Jetzt muss ich hier leider noch einmal kurz gucken. Sachen. Ich glaube, ich hatte letzte Folge schon, war ich hier schon überall. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal ein paar Tage ausspannen. Ich hoffe, man kann hier auch noch weiter schlafen. Kann man nicht. Wie ging denn das noch? Irgendwo gab es... Ach genau, am Schreibtisch. Der Witz ist, ich mache das sonst nie. Früher bei den anderen Atelier Rona und Totori, da musste man ja teilweise noch rasten, um seine MP zu regenerieren. Ich würde sagen, wir machen mal 10 Tage. Okay, jetzt gehen wir einmal raus, einmal wieder rein, um auch noch die Chance zu haben, dass hier noch irgendwie ein Event passiert. Ist aber nicht der Fall. Dann rasten wir nochmal. Ach so, und was natürlich auch sein kann, dass wir vielleicht für Neo-Events auch Neo in der Party brauchen. Das heißt, Keys steht ja nicht mehr in unserer To-Do-Liste drin. Das heißt, ich werde Keys jetzt auch mal durch Neo ersetzen. Und Neo kommt ja in 5 Tagen eh wieder hierher. Obwohl, ich kann auch mal eben kurz nach Hause gehen. In unser richtiges Zuhause, unser erstes Zuhause. Und Neo dort abholen. Vielleicht passiert da ja auch noch was. Ja. Aha. Ja, passieren doch noch interessante Sachen. Wie gesagt, ich habe mir keinerlei Walks zu oder sowas angeguckt, um jetzt genau zu sagen, dann muss ich hier hin, dann muss ich dahin und so weiter. Ich wollte jetzt so kurz vor Schluss einfach nicht nochmal alles in den Sand setzen und habe deshalb mal geguckt, wo geht es denn jetzt mit Linka weiter und wo geht es mit Neo weiter. Und bei Neo stand da, dass man da glaube ich in Vierzeberg sein muss und das passiert dann ganz automatisch und bei Linka muss man auch in Vierzeberg sein, in Marions Office, aber das geht erst ab dem Oktober des Jahres 3.
Ja, genau. Immer wenn Aisha an Nanaka denkt, dann ist Nanaka auch nicht weit. Da kommt sie auch gerade zu Besuch. Ach, Nanaka war noch gar nicht hier. Ah, Nanaka meint, es ist kein Zufall, dass die jetzt hier aufeinander getroffen sind, sondern die Käfer, die bei jedem Menschen so leben. Die können die Gefühle des Menschen erahnen und unterbewusste Wünsche wahrnehmen und erzählen das dann anderen Personen weiter. Okay. Ach, da haben wir die schöne Musik auch mal wieder. War ja nicht so sonderlich ereignisreich. Aber wir nehmen jetzt einfach Nio mit. Und Kies darf erstmal wieder nach Hause. Gut, dann gehen wir zu Fuß zurück nach Vierzeberg, würde ich sagen. Damit wir die Chance haben, da noch was zu erleben. Fünf Tage oder so, länger dürfte das ja nicht dauern. Schauen wir vielleicht den Riesengang noch eben vorbei. Weil irgendeinen Auftrag gibt es ja doch noch. Da war doch noch dieses Auftragssymbol. Aha. Regina. Ah, unsere Sachen sind noch da. Regina ist hier auch noch ab und zu mal, lebt hier ab und zu noch mal. Ah, wenn wir sie brauchen, ist sie immer für uns da. Das ist doch schön. Gut, gucken wir hier noch mal an meinen Schreibtisch. Ist klar. Ach, Moment, ich wollte nach dem Auftrag gucken. Ah, ne, jetzt ist er weg. Das heißt, es war wirklich, weil Regina da noch war. Ist ja auch ein guter Hinweis. Müssen wir mal gucken, wo sonst noch so Schädel sind. Wenn wir noch was zu erledigen haben. Naja, gehen wir erstmal zurück Richtung Vierzeberg. Da wir eh nicht viel zu tun haben, versuche ich nochmal mit Ernie zu reden und mit Nanaka. Aber Ernie denkt wieder mal nur ins Geschäft.
Okay. Dann mal wieder hier hin. Take a snack break. Wir mussten offensichtlich Neo dabei haben, um dieses Event auszulösen. Wait a minute. I feel like I haven't seen Neo today. I feel like something like this happened before. And there you go. Das hatten wir doch schon mal. That noise. Hä? Wir hatten doch schon mal, dass sie da Medizin gesammelt hat und den Korb vor die Tür gestellt hat. Oh. Oh, sis, I'm back. Ja, diesmal hat sie nicht nur einen Korb mitgebracht, sondern ein Fass und einen Sack. Neo, did you go out to gather medicinal herbs again? Oh yeah, I have medicinal herbs too. And lots of them. This is way more than usual. I don't think I could use all these up. It's fine. I'm gonna sell the leftovers at the bazaar. I see. I guess that's okay. I brought other things besides just medicinal herbs today. Look, look! Huh? This is... a beast claw. And this is... a dragon scale. Neo, where in the world did you get this stuff? Well, that's, Goodness, don't do that, okay? Don't do any dangerous stuff by yourself. Okay, but there was nothing I could have done to avoid it. It attacked me all of a sudden. Are you mad? I'm not mad, but I'm really worried. I feel like you've been pushing yourself too hard lately. Don't go to dangerous places alone. Okay. It'll be too late if something happens. Don't worry me, okay? Huh? Neo, your face is kinda red. Huh, is it? I'm getting kinda dizzy. Da hat sich ein bisschen zu viel zugemutet. Where am I? Oh, you're awake? Neo, you collapsed all of a sudden. What? My head hurts. Looks like you got sick. You collapsed suddenly and scared me. I see. I'm sorry, sis. You really have been pushing yourself too hard. Maybe. I remember thinking I'm still totally okay, but... I may have worked a bit too hard. I'm happy that you're working hard for me, but it'll be meaningless if you get sick. I'm more than thankful for you, even now. To think how sad I'll be if you encounter any danger. I'm sorry, but sis, you're totally an adult now. Huh? Tja, Aisha ist erwachsen geworden. Und Neo scheint inzwischen so eine Art Komplex entwickelt zu haben. Dadurch, dass Aisha Neo gerettet hat, versucht Neo mit all ihrer Kraft das irgendwie wieder gut zu machen und so. Das muss einfach mal wieder ein bisschen Normalität lernen, die Neo. But I'm still just a child. Our gap widened while I was there. So I felt like I was left behind and I was sad. I didn't know you thought that way. Thank you, Neo. Sis. But there's no need to hurry like that. In a few more years, you'll be a grown lady too. Let's take it step by step for now, okay? Okay. Thank you. Ja, cool. Hat nur noch das eine Event gefehlt. Und jetzt müssen wir uns nur noch um Linka kümmern. Ich gehe trotzdem noch einmal nach Hornheim und so. Ich muss die Zeit ja nicht mit Schlafen verbringen.
Vielleicht passieren ja noch irgendwelche Sachen. Okay, jetzt Ranun will ich jetzt nicht anquatschen. Aber hier einmal kurz gucken, dann bei Tanja nochmal vorbeigucken. Einmal Homunculusdorf. Wenn das schon so anfängt, dann kann ich auch direkt wieder gehen. Waren gar keine Girlanden für mich aufgehängt, kein Bier kaltgestellt. Dann gehen wir wieder. Tanja ist auch nichts mehr. Dann gehen wir noch mal zum zweiten Turm. Ja, okay, jetzt. Wenn Ranun da schon auf uns wartet, vielleicht hat er ja was Wichtiges. Ich glaube es zwar nicht. Man darf die Hoffnung ja nie aufgeben. Hallo Odelia. Hallo Kies. Ich überlege gerade, ob ich Kies jetzt noch mitnehmen soll statt Mio. Weil Kies noch immer den niedrigsten Friend-Level hat. Ah. Wir können ja Mio nochmal wiederholen, wenn wir sie brauchen. So, nochmal Nanaka. Mal Ernie. Und nochmal Vierzeberg. Hallo? Hallo? Wer ist das? Aisha? Are you here? Huh? That voice is... Nanaka? My brother told me you had a workshop in this town, too. It's pretty convenient, so I use this place a lot. Ich glaube, Nanaka schreibt noch mal ein Buch in 80 Minuten um die Welt oder so. Plus, I have more friends here, too. Friends. Aisha, you seem to have a lot of friends. I'm kind of jealous. Da wird Nanaka ganz eifersüchtig, so viele Freunde wie wir haben. Aisha, I have a question about some medicine. Oh, a guest? Hello. Nice to meet you. I'm Aisha's friend Nanaka. Oh, why hello. I'm Marietta. Nanaka here does nomadic grazing with her cows. And Marietta here runs a shop. That's a rough introduction, although I guess it's not wrong.
I'm not used to doing them. Please, come in. I'll pour some tea right away. Huh? But I have my shop. Well, I guess a little while won't hurt. Ja, genau. Lass den Shop ruhig ein bisschen offen stehen, Marietta. Da klaut schon keiner was. Thanks. Oh, wir sind auch noch da. This tea is delicious. It'd be perfect if I had some cookies. Oh, Belle, when did you get here? I came to play, but you seem to be busy, so I thought I'd let myself in. Wow, that's such a big cauldron. Hey, is Neo not here today? Nope, she went out to gather something on the mountain. I see. I actually came here to play with Neo, but there's always next time. Oh right, I got a letter from Tanya. She's coming here again. Oh, Tanya kommt uns nochmal besuchen. Oh, really? Then I need to get a welcome party ready. Genau, dann machen wir eine schöne Willkommensparty für Tanya. Huh? That girl's coming? I see, I see. Then I need to teach her how to have fun in the city again. Oh, Nanaka! Please join us too! Really? Yay! I'll be able to make more friends! Oh my! Looks like it's gonna be a lively party! We have to invite Neo too! It's so lively! Now that I think about it, I made a lot of new friends over the past 3 years. It's so wonderful that everyone's connected like this. Ja, dann gucken wir doch noch mal überall kurz vorbei. Letztes Mal war es ja so, da wurde uns Tanya angekündigt, da stand sie schon in der Stadt. Ach genau, in 4 Tagen ist wieder Bazar, dann gucken wir hier auch noch mal hin. Gut, dann rasten wir nochmal 10 Tage. Dann zum Bazar. Und komisch, dass Regina hier immer noch arbeitet, obwohl die ja eigentlich zu ihren Eltern wollte. Okay, passiert also nichts. Ich traue dem Braten aber nicht. Bevor ich jetzt hier nochmal wieder 14 Tage raste, dann machen wir noch eine kurze Reise. Jetzt war Nanaka ja gerade wieder zu Besuch. Vielleicht hat sie ja noch irgendwas hier zu erzählen. Gut, dann nochmal zu Ranun. Und nach Hornheim.
und einmal zu Tanja. Wie gesagt, mit Linka geht es halt erst im Oktober weiter. Nee. Obwohl, ich nehme jetzt meine Feder. Da ist noch wieder jetzt eine Marke in Riesengang. Was ist denn da jetzt noch los? Da, ein Auftrag. Was kann ich denn für dich tun? Wie? Based on Earth Elemental Rating. Ja. Das ist, wir haben jetzt alle Aufträge, die es gibt, abgearbeitet. Annie?